Hallo ihr lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Auch wenn ich schon etwas spät dran bin und der Januar sich ja fast schon dem Ende zuneigt, möchte ich euch dennoch meine Jahreshighlights aus dem Jahre 2018 präsentieren. Ich habe mich insgesamt für 5 Bücher entschieden, weil ich dachte, so 5 ist eigentlich eine sehr gute Zahl. Und ja, ich würde sagen, wir legen los. Als erstes habe ich mich dafür entschieden, dass das ein Jahreshighlight war, und zwar zum einen darum, weil die Geschichte mich doch sehr zum Schmunzeln, zum Lachen gebracht hat, aber auch ein Stück weit eine Hommage ans Lesen war und mich überrascht hat, dass das Format doch so gut zum Lesen sich geeignet hat, wo ich am Anfang doch etwas skeptisch war. Und zwar handelt es sich um Die souveräne Leserin von Ellen Bennett aus dem Wagenbach Verlag. Ja, hier geht es ja darum, dass wir die Queen verfolgen, wie sie das Lesen für sich entdeckt und quasi ihre königlichen Pflichten ein Stück weit vernachlässigt. Was ich so besonders an diesem Buch finde, ist, dass es mich unheimlich zum Schmunzeln gebracht hat und ein absolut schönes Lesevergnügen gewesen ist. Und zum anderen, dass es so ein Stück weit auch eine wunderbare Hommage ans Lesen ist, was das Lesen mit einem bewirken kann, wie es einen verändern kann und wie es einen auch ein Stück weit aus dem Alltag reißt und vielleicht auch seine Sorgen und seine Aufgabe vergessen lässt. Aus diesem Grund habe ich mich dafür entschieden, dass Die souveräne Leserin quasi in meinen Jahreshighlights aufgenommen wird. Ich weiß, dass Ellen Bennett noch mehr Bücher geschrieben hat, wie hätte es auch anders sein sollen. Und ja, ich werde mal sehen, ob ich mir dieses Jahr vielleicht noch das eine oder andere Werk von ihm zu Gemüte führe. Ich habe auch schon gehört, ich bin mir nicht mehr sicher, welcher Titel das war, aber ich glaube auf jeden Fall eins nach dem, und das ist glaube ich auch erst kürzlich entschieden, also letztes Jahr oder vorletztes Jahr, dass das auch recht gut sein soll von ihm. Ja, ich werde mir das mal auf jeden Fall mal anschauen. Falls jemand das euch kennt, würde es mich mal interessieren, wie die Meinung dazu bei euch gewesen ist. Bei dem zweiten Buch oder Roman, welches ich zu meinem Jahreshighlight erkoren habe, handelt es sich um ein Werk, was ich erst kürzlich in die Kamera gehalten habe, weil ich es erst zum Ende letzten Jahres gelesen habe. Und zwar hat mich an diesem Werk so besonders, was ich so besonders fand, war einfach die entwickelnde Schreibe der Autorin und auch die Thematik. Und zwar handelt es sich um Blumen der Nacht von V.C. Andrews aus dem Goldman Verlag. Das ist der erste Auftakt der Nachname der Kinder. Ah, ich habe es vergessen. Egal. Das ist der Auftakt einer Reihe. Und zwar begegnen wir hier 4 Kinder, die mit dem Namen Kathy, Chris und die Zwillinge Carrie und Corey handelt. Und sie verlieren auf tragische Art und Weise ihren Vater. Und damit beginnt auch so ein Stück weit das Martyrium der Kinder. Und zwar beschließt die Mutter, aufgrund dieser Notlage zurück zu ihren Eltern zu gehen, und das besiegelt so ein Stück weit auch das Schicksal der Kinder. Dazu bewogen hat, dieses Werk auf meine Jahreshighlights-Liste zu setzen quasi, war einfach, dass mit Fortschreiten des Martyriums sich auch ein Stück weit der Schreibstil angepasst hat. Also die Kinder sind älter geworden und damit ist auch der Schreibstil so ein bisschen gewachsen, jedenfalls meiner Meinung nach. Und zum anderen fand ich sehr, sehr interessant zu lesen, wie die Autorin dieses Thema umgesetzt hat. Es ist natürlich kein Thema, was sehr locker, leicht zu lesen ist und man schon wirklich an dem Schicksal ein Stück hadert und man sich die ganze Zeit fragt, warum passiert das nur? Warum sind manche Beweggründe von Menschen einfach so tiefgründig böse, sag ich mal? Und das fand ich, hat die Autorin schon sehr, sehr gut umgesetzt. Ich werde auf jeden Fall die Reihe noch fortsetzen, weil ich habe auch noch die ganz anderen 4 Bände hier. Und ich bin schon sehr gespannt, wie das Thema weitergeht. Ich möchte aber hier an der Stelle noch dazu sagen, wem das Werk wirklich interessiert, aber nicht unbedingt an der Reihe jetzt mal interessiert ist, weil er nicht so der Reihenleser ist, man kann dieses Werk durchaus auch einzeln betrachten. Weil es ist so an sich in sich geschlossen, aber mich interessiert die Reihe dann doch noch ein Stück weit. Ja, bei meinem dritten Werk
was ich auf die Jahreshighlights-Liste gesetzt habe, ist es für mich eigentlich ein Werk, weil es ein Stück weit auch der Abschluss eines Gesamtwerkes ist des Autoren und für mich daher auch ja irgendwie zu meinen Jahreshighlights zählt, auch wenn ich finde, für mich persönlich, dass es das schwächste Buch von seinem gesamten deutschen übersetzten Titeln ist. Und zwar handelt es sich um Nichts als die Nacht von John Williams aus dem DTV Verlag. Und zwar begleiten wir hier einen Mann, und zwar nehmen wir den Arthur Maxley, der ja einige Schicksale hinter sich hat und auch diverses zu verarbeiten hat, ja, durch eine einzige Nacht. Es handelt sich hier um eine ja kleine Novelle, die ja nicht sehr seitenstark ist, und zwar hat sie insgesamt nur, oh, das ist das Nachwort, wenn man das aber dazu zählt, 157 Seiten. Ja, ich bin ein ja bekennender John Williams Fan und bin auch ein Stück weit sehr, sehr traurig, dass das quasi das letzte übersetzte Werk ist, jedenfalls nach meinem Kenntnisstand. Ich weiß, dass er noch ein paar Gedichte geschrieben hat und Lyrik herausgebracht hat demzufolge und dass die aber noch nicht übersetzt sind. Aber nichtsdestotrotz war es für mich halt schon, wie gesagt, das schwächste Band, aber trotzdem konnte es mich prägen, beziehungsweise habe ich es noch sehr gut in Erinnerung und deswegen ist es auch noch auf meine Jahreshighlights gewandert. Ich habe zu diesem Video auch ein Video gedreht, was ich euch sehr gerne hinter dem i noch verlinken werde. Dann könnt ihr euch meine genaue Meinung zu dem Werk nochmal ansehen. Das nächste Werk, bei dem handelt es sich nicht wirklich um einen Roman, sondern eher um ein Kinderbuch. Und ich denke, dass der eine oder andere sich jetzt auch schon denken kann, um welches Werk es sich handeln könnte. Und ich habe mich einfach in diese Zeichnung von der Illustratorin Lisa Aisato, wenn man sie so ausspricht, verliebt. Und zwar handelt es sich um das Mädchen, das die Bücher retten wollte, von Klaus Hagerup und Lisa Asiato aus dem Wow Books Verlag. Ich mag diese Zeichnung einfach unglaublich und ich habe mich da auch ein Stück weit drin einfach verliebt. Ja, in diesem Buch verfolgen wir quasi ein kleines Mädchen, was ja Bücher retten wollte aus der Bibliothek und ja, ein Stück weit an dieser Aufgabe wächst und den ein oder anderen Menschen dadurch kennenlernt. Ich mag diese Zeichnungen unheimlich gerne und ich ertappe mich auch immer wieder, wie ich ab und zu mal durch dieses Werk blättere. Genauso wie bei dem Buch Die Schneesturmschwestern. Schneesturmschwestern? Lass mich kurz gucken. Die Schneesturmschwestern, sondern die Schneeschwestern von Maya Lunte, aber auch von der Illustratorin Lisa Asiato blätter ich unheimlich gerne durch, weil ich einfach diese Zeichnungen liebe. Ja, bei dem letzten Buch ist es einfach so, es ist ein Wälzer, kann man schon so sagen, und es war für mich definitiv das Jahreshighlight 2018. Wenn ich also ein Buch von diesen 5 Büchern auswählen müsste, dann wäre es das. Dieses Werk hat schon einiges abverlangt von mir, weil es einfach ein Wälzer ist und die Aufmachung des Buches ist schon sehr, sehr, beziehungsweise der Aufbau des Buches ist schon sehr, sehr ungewöhnlich, beziehungsweise hat man nicht sehr oft und es war letztes Jahr auch sehr stark im Munde, aber nichtsdestotrotz war es für mich mein Jahreshighlight. Und zwar handelt es sich um Paul Auster's 4321 aus dem Rowohlt Verlag. Ja, wie ihr seht, ist es schon echt ein starkes Buch, beziehungsweise seitenstarkes Buch. Es hat insgesamt 1259 Seiten. Hier verfolgen wir den Charakter Archibald Ferguson, der quasi 4 verschiedene Leben führt. Und in jedem Leben hat er sind kleine, minimale Veränderungen. Der Autor beschäftigt sich quasi hier mit der Frage, was wäre passiert, wenn das und das passiert wäre oder wenn der Charakter nicht nach links, sondern nach rechts gegangen wäre. Und das macht er so ein Stück weit in 4 Abschnitten. Jeder Ferguson erlebt so ein bisschen was anderes. Und das fand ich einfach unheimlich
gut gemacht. Es hat einen natürlich gefordert. Man musste wirklich sehr aufmerksam lesen. Ich war sogar gezwungen, ein Stück weit auch Notizen zu machen zu den einzelnen Vögeln, weil manche Kleinigkeiten sind natürlich sehr ähnlich und man kommt sehr schnell durcheinander. Aber nichtsdestotrotz war dieses Werk für mich das Jahreshighlight 2018. Auch hierzu habe ich bereits ja eine Einzelrezension gedreht, die ich euch sehr gerne auch hier nochmal verlinke. Ich hoffe, dass ich von Paul Auster auch dieses Jahr noch einige Werke lesen darf. Ich habe auch noch welche hier und bin schon sehr gespannt auf seine anderen Werke, wie diese sind, weil für mich war das auch mein erster Paul Auster. Und bin schon sehr gespannt, diesen hier Autoren noch weiter kennenzulernen. Das waren nun für mich meine Jahreshighlights. Mich würde natürlich jetzt zum Schluss noch interessieren, was waren denn eure Jahreshighlights? Und ich bin schon sehr gespannt auf eure Antworten. Und ansonsten wünsche ich euch natürlich einen wunderschönen Tag noch. Bei uns hat es jetzt hier geschneit. Vielleicht könnt ihr auch noch ein bisschen den Schnee genießen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und freue mich. Bis zum nächsten Video. Bis dahin. Ciao.